Verdammtes Wasser, ey. So, jetzt lauf ab, komm. Nervt mich gerade ein bisschen hier, das ganze Rumgeschwabbel. Wie viel? Ach, ich muss 4 Stück aufbauen, okay. Ja, die haben jetzt wieder Probleme mit einem Schluck Wasser. So, dann beende ich das nochmal und... Oh, hier ist es noch nass. Wollte keine nassen Füßchen bekommen. Ja, das ist doch das Odem des Wassers. Was wollt ihr denn? Odem der Pflanzen. Ach ne, die können ja nur eins. Du hast die Palmen über einen weiten Bereich. Ja, bla bla bla. 75%. Das ist krass. Meine erste eigene erstellte Insel. Die ich fast schon wieder dem Tod geweiht habe, weil ich mit Lava gespielt habe. Aber während die so ein Dorf einnehmen, kann ich ja nochmal mit Lava spielen. Ein bisschen weiter entfernt. Yeah, so einen schönen Vulkan oder was. Das war Hammer. Huh? Rutsch nach hinten weg. Also, ich find's geil. Und wenn ich jetzt einfach mal Effekt stärker mache, was passiert dann? Ach, hier bin ich schon am Kartenrand. Du hast die neue Kraft Odem der Pflanzen erhalten. Aktiviere sie, wenn du glaubst, Pflanzen kontrollieren zu können. Ja, das sind jetzt nur die, die Kackpflanzen-Dinger, die ich sowieso nicht mag. Oder? Was passiert denn hier, wenn ich hier Pflanzen... Ach, kann ich das jetzt begrünen, oder wie? Oh, geil. Kann ich auch wieder wegnehmen? Nö. Hoppala. Das ist natürlich Hammer. Wupp. Alles nochmal. den Effekt mal aus. Und ihr sollt das Ding einnehmen. ist das jetzt auch unter Wasser? Nein, das wäre übertrieben. So, warum habt ihr immer noch Wasserprobleme? Hm? Erklärt es mir. Wo kommt das ganze Wasser bei euch her? Das müsste es jetzt aber gewesen sein, oder? So, Pflanzen habe ich auch fertig. Oh, was kommt jetzt noch? Odem des Wassers. Da kann ich wahrscheinlich ein Wasser platzieren. Würde ich mal behaupten. So, rein. Logisch. Logik halber. Man kann ja auch mal ein bisschen mal hier zugucken. Jupp. Stellen sich alle drum rum und machen. Und schon sprießen Häuser aus dem Boden. Ach ne, die trommeln die aus dem Boden. Ah, ja klar. Du hast die Kraft Odem des Wassers erhalten. Aktiviere sie, wenn du glaubst, mit Wasser umgehen zu können. Ja. Odem des Wassers, komm, probieren wir erst hier. Du hast alle Kräfte, um dir die Welt nach deinen Vorstellungen zu formen. Nutze sie weise. Ui. Oh. Also das Wasser hole ich jetzt lieber nochmal weg. Ach, hier ist direkt Felsen. Ist ja hammergeil. So, also kann ich das Level jetzt gar nicht so abschließen, oder wie sieht das aus?
Also ein richtiges Ende gibt's hier gar nicht. Weil ich ja am Ziel meiner Reise bin. Und mit Wasser leer saugen geht irgendwie auch nicht wirklich. Es füllt sich ja immer wieder. Ist ja voll doof. Da kann ich halt Odem der Erde nochmal anschmeißen. Und einfach mal den Kartenrand. Kommt zwar wieder voll die Flutwelle auf die Insel zu. Aber. Naja, kommt schon eher so eine Sturmflut. So. Und von da. Komm her. Wie so ein Deich. Na komm. So, und jetzt nehme ich das Odem des Wassers und saug die ganze Kiste leer. Wenn es nicht vom Rand wieder reinfließen würde. So, hier. Zu. Und weiter. Ganze Becken leer saugen. Geht das überhaupt? Ja, ne? Es wird weniger, ja, es wird weniger. Ist natürlich ein schickes Spielzeug. Noch was Wasser, hier ist auch noch ein kleines Becken. Hier ist auch noch jede Menge. Sieht man so direkt gar nicht. Und jetzt wir verfügen über das gesamte Wissen aller Wissen der Alten. Okay, du hast die vier Arten des Odems zusammengeführt. Die Männer werden herbeikommen, um das letzte Ritual zu beginnen. Halte Leertaste, um die Männer zu rufen und das letzte Ritual zu vollziehen. Um einen Pfad zu errichten, okay. Die Erde stürzt ein, nutze deine Kräfte, um deinen Männern zu helfen, den Ort für das Ritual zu erreichen. Ja, ist klar. Ha, gut, dass ich die Insel so optimal strukturiert habe. Okay, jetzt fällt die ganze Erde in sich zusammen. Die ganze Insel wird verschluckt. Ein Ladebildschirm. Hammer. Und dann fängt das wieder von vorne an. Ja, das ist hart. Okay, das war anscheinend schon die Story von From Dust auf der ewigen Reise. Ja, geil. Irgendwie geil. Gerade das letzte Level, wo man eigentlich erstmal gar nicht das Ziel versteht. Und wenn man dann das letzte Portal selber gebaut hat, man wieder am Anfang rauskommt. Und dass die eigenen Leute eigentlich die Alten
selber sind und die sich selber verfolgen. Und immer weiter im Kreis rennen. Bisschen doof. Hält einen aber am Leben, wenn man beschäftigt ist. Okay, ja, das war erstmal das Let's Play von From Dust. Ja, geiles Game an sich. Ich guck mal, ob ich den Aufgabenmodus noch irgendwie mal zu mir nehme. Oder als Nachtrag in diesem Vulkankrater, die auch die Pflanzen pflanze. Eigentlich gar keinen Bock drauf auf das Level. Das war übelst nervig. Ja. Also Credits, ich weiß nicht, wie lange die noch laufen. Wir hatten da Gabriele Schrager. Yahya Adebayor. Geiler Name. Ja, Jimmy war natürlich auch dabei. Keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keinen bekannten Namen gesehen. Für mich bekannt. Ansonsten würde ich mich jetzt auch verabschieden. Dann lasse ich die Credits noch durchlaufen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video raus hochlade. Einen schönen Abend. Schöne Nacht. Ja, und hoffe, dass ihr beim nächsten Projekt auch wieder dabei seid. Was es ist, weiß ich noch gar nicht. Werde ich jetzt gleich mal gucken. Oder morgen. Oder ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Projekt. Guckt es euch an, bewertet die Videos und ciao!